Hallihallo, Hallöchen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit einem Scout-Replay vom AMX 1357F mit der Wargaming League-Bemalung. Gespielt von EKS Flair und er hat leider das schlimmstmögliche Matchmaking bekommen, und zwar das klassische +3-Scout-Matchmaking, das heißt ein 10er-Gefecht. Sind wir mal doch sehr gespannt, ob er das trotzdem ordentlich verwerten kann. Und jetzt hat er schon geschrieben, dass die Arti doch bitte aufpassen soll, weil er will sie scouten. Also gucken wir doch mal, was er hier auf El Haluf so leisten kann. So, das Rohr ist unglaublich lang. Also das ist... Aber die Schüsse zwischen, oder der Nachladezeit zwischen den Schüssen ist spektakulär kurz. Das ist sehr, sehr nice. Und mal schauen, was er jetzt hier aufmacht. Ist jetzt hier erstmal in der Mitte. Bisher ist es noch recht ruhig. Oh, und da ist ein AMX 1390. So viel zum Thema ruhig. Er wird aufgemacht, spottet aber den AMX und dementsprechend hat er schon 2 Hits bekommen. Und jetzt 1, 2, 3. Ja, das ist das, was an dem Panzer so unglaublich nice ist. Diese unglaublich schnelle Schussfolge. Es ist zwar dann der... Die machen alle nicht so wirklich viel Schaden, aber... Wenn jeder durchschlägt, was nicht so immer leicht ist mit 143 Durchschlag in einem 10er-Gefecht, dann addiert sich das schon mal so ein bisschen. So. Mal schauen, ob er jetzt hier was aufbekommt. Er wurde schon gespottet, aber hier oben AMX und Waffenträger sind beide offen. Jetzt hat die Arti zugeschlagen und macht den AMX mal weg. Der ist natürlich mit seiner Panzerung prädestiniert für so einen schönen Arti-Hit. Und er denkt sich, okay, fahren wir mal rauf und gucken, was da so geht. Ein Waffenträger nimmt jetzt gerade den E50M raus. Da muss er aufpassen, weil so ein Waffenträger ist definitiv ein böser Gegner. Wenn er da... stehen bleibt, hat aber natürlich ein Problem, der Waffenträger. So. Da drüben. Oh, der Waffenträger auf Ehrenhunde ist weg. Das ging gut. Jetzt hat er das Objekt hier. Sonst, Gott sei Dank, Waffenträger. Ah, hier steht er. Wurde einfach mal rausgenommen von der Arti. So ein Gun Carrier. Der macht natürlich auch schon richtig... Oh, da ist das Objekt. Da ist die Arti. Muss er aufpassen. Das Objekt chased ihn. Hoffentlich bekommt er ein bisschen Unterstützung. Jetzt bleibt er da oben sehr schön stehen, das Objekt. Mit ein bisschen Glück. Nee, hat er keinen, der ihn da gerade unterstützen kann. Arti verschießt. Objekt hat jetzt auch geschossen. Vielleicht kann er sich jetzt der Arti widmen. Da ist die Arti. Auto-Aim, zack, zack. Ja, sehr schön. Und der nimmt die komplett raus. Jetzt wieder im Reload. Das Objekt kümmert sich jetzt gerade aktuell nicht um ihn. Sein Glück auf jeden Fall. Jetzt kommt dann Ruhe hoch und hilft ihm. Auch dem Waffenträger da hinten kommt er leider nicht so drauf. Oh, jetzt muss er aufpassen. Seitlich kommt er nicht durch. Ne, er kommt nirgendwo durch. Kommt jetzt auch gerade nicht auf die Kette. Was schön wäre, wenn er... Oh, das Objekt kommt. Jetzt, wenn er vorbeifahren kann, dann ist es... Ja, er kommt vorbei. Und dementsprechend hat das Objekt jetzt mal ganz schlechte Chancen. Das war nicht gut. Vom Objekt. Jetzt muss er einfach nur dahinter bleiben. Oh, nein, 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 nein. Genau, immer schön jetzt. So, zack. Und jetzt kann er wieder in die Seite schießen. Jetzt muss er nur aufpassen, dass er da nicht umfahren werden kann. Jetzt kommt er hin. Das Objekt... nimmt Gott sei Dank Maß auf den Ruh, weil der wäre ansonsten tot gewesen. Und jetzt am besten Hände in die Hand und weg. Sein Glück, dass das Objekt hier nicht auf ihn geschossen hat, sondern lieber den Ruh wollte, warum auch immer. Aber auch sowas gibt's mal wieder im Spiel. Sehr schön, so ein bisschen Luck gehört dazu. Und jetzt steht da vorne nur noch einiges an Gegnern. Die wollen auch noch rausgenommen werden. Da ist er. AMX 12T. Ein Hit hat er landen können. Leider kein Killshot, aber aktuell 3 Kills.
sehr beachtlich. So, und jetzt vielleicht mal von hinten ran. Der FV steht da links von ihm. Genau. Der wird sich auf den E50 gerade konzentrieren. Das heißt, er kommt hier schön ran. Rechts steht nichts von ihm. So, und jetzt. Genau, einfach, da sieht man so, wenn ein Magazin mal komplett durchgedrückt werden kann, dann ist das durchaus auch sehr beachtlicher Schaden. Hat leider nur gerade 5 von seinen 8 Hits rausbekommen, aber trotzdem 430 Schaden mal eben. Und weiter geht's in unserem Formel 1 Auto. So hört sich's zumindest an. Also Formel 1 im weitesten Sinne. Vielleicht die Formel 1 aus 2015, weil Sound haben die ja keinen mehr. So, es hat dann T57 und E4. Das ist nochmal eine Herausforderung, die nochmal unschöner ist. Gekappt wird hier gerade durch den Ruh und ist die Arti jetzt auch offen. Und jetzt ist nur die Frage, wo ist der T57 und wo ist der E4? E4 schreibt schon Stop Cap. Da sind sie beide. Oh, jetzt geht er, jetzt wechselt er doch wohl auf den E4, nimmt ihn raus und jetzt geht er weiter auf den T57. Sehr schön, komplettes Magazin rausbekommen und jetzt weg. Oh, T57 hat einen Hit rausbekommen. Aber Gott sei Dank nicht mehr. Und damit ist das Spiel entschieden. 2600 Schaden. Auch noch ordentlich unterstützt. Sehr nice gespielt für einen Scout. Ja, da sieht man mal wieder, was der AMX 1357 kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis bald, meine Rambas. Haut's rein.